Genau. Zu viele Herausforderungen. Kostümwechsel. Ja, das ist das hier oben. Das wollte ich wissen. Also fehlen mir nur noch die zwei hier. Und dann habe ich bis jetzt auch alle. Ist ja nur die Frage, wie ich die Kostüme bekomme. Durch Herausforderung? Ich hoffe nicht. Ich hoffe echt, dass ich es anders bekomme. Dann habe ich auch alle. Nice. Ah, so gehe ich nur raus. Genau. Karte. Als nächstes geht es zu dem Gespräch. Und dann wieder eine Nemesis. Oh. Heute gehen die Nemesis aber auch relativ schnell. Wenn es nicht nur immer vier Stück werden. Das ist echt anstrengend. Hallo. Hallo. Wahlergebnis. Huh. Da haben wir einen neuen Bürgermeister. Jetzt sind die Dinge wieder beim Alten. Nach Dynelkas Abgang herrschte hier Chaos. Ein neuer Bürgermeister nach dem anderen. Da haben wir unser ständige Sorgen um die Zukunft gemacht. Aber jetzt sieht alles rosig aus. Hm. Während meiner Abwesenheit wurden wohl neue gewählt. Nein! Ich glaube, meine Katze will raus. Einen Moment bitte. Ich hab's gleich. So. Hoppala. Das wollte ich nicht. Verzeihung. So, weiter geht's. Hier wäre eine schöne Menschenmenge. Junge, Junge, Junge. Da hätten wir den Laden richtig schnell voll bekommen. Da ist die Nebenmission. Wow, wow. Jetzt ist einer weniger. Aber meine Stimme verkackt immer mehr. Ich glaube, so lange kann ich doch nicht aufnehmen. Entschuldigung, Katze. Das könnte sonst ein bisschen... Schwierig wäre mit der Stimme. Ich guck mal, wie weit ich komme. Die Hauptmission würde ich schon gerne anfangen. Vor allem, nehmen wir erst eine Stunde auf. Das Kostüm hätte ich gerne. Trainingstag. Ja. Hm. Was ist los, Jazz? Bedrückt dich etwas? Naja, ich muss die ganzen neuen Rekruten trainieren. Aber einer ist gar nicht erschienen. Er hat sich nicht einmal gemeldet. Vielleicht verschlafen. Sag mal, Cat, würdest du vielleicht stattdessen teilnehmen? Wieso ich? Ich brauche jemanden, der zu meinem Training konstruktive Kritik abgeben kann. Oh, Entschuldigung. Hm, Training klingt wirklich etwas langweilig. Gut, wenn du mir hilfst, lade ich dich zum Essen ein. Okay, ich bin dabei. Und hey, es ist doch meine Pflicht, der Polizei zu helfen. Vielen Dank. Okay, gehen wir rüber zum Trainingsbereich. Wo ich meine Stimme wieder bekomme. Lass dir Zeit, Ladebildschirm. Du hast alle Zeit der Welt. Was ist denn für ein Trainingsgelände? Fangen wir mit dem Training an. Bitte nutze keine Gravitationskräfte, damit wir eine normale Simulation haben. Ja, kein Problem. Ja? Genügt schon. Da du jetzt Rekrutin bist, musst du dich auch wie eine benehmen. Er nimmt das aber ganz schön ernst. Als erstes Training wir dein fotografisches Gedächtnis. Das ist wichtig, um deine Konzentration und deine Erinnerung zu trainieren. Aber bevor wir anfangen, musst du diese Kiste zerbrechen. Hä? Ich soll diese Kiste zerbrechen? Sie ist explodiert. Sie wurde so präpariert, dass sie explodiert, wenn man Fehler macht. Bei einer echten Ermittlung machen Fehler den Unterschied zwischen Leben und Tod. Die Rekruten müssen das verstehen. Nicht nur mit ihrem Verstand, sondern auch mit dem Körper. Aber das ist gefährlich. Ich habe bewusst eine harmlose Menge Schießpulver genommen. Und wenn du Schmerzen vermeiden willst, musst du lediglich korrekt reagieren. Das Trainingsprogramm ist ein wenig extrem.
Okay, trainieren wir dein fotografisches Gedächtnis. Ich gebe dir ein Foto, versuch dir alles darauf einzubringen. Wenn du bereit bist, gib Bescheid, dann stelle ich dir die Frage. Wenn du drei Fragen hintereinander richtig beantwortest, hast du den Test bestanden. Oh, scheiße. Hä? Okay, da ist ein Mädchen, das die Hand hielt mit der linken Hand. Ein Polizist, der böse guckt, angepisst mit verschränkten Armen. Bettler, der unten rechts ist und hinten ein reicher Typ. Rechts sind Rosen. Hier kommt die erste Frage. Ja. Wer war ganz rechts auf dem Foto angebildet? Ganz rechts war der Typ hier. Hey! Kommen wir zur zweiten Frage. Wer war auf dem Foto am weitesten entfernt? Na, der Spacko hier. Ja gut, wenn es wirklich nur um die vier Personen geht, ist es relativ einfach. Für meine Verhältnisse. Wer hat auf dem Foto die Arme verschränkt? Na, das war der Polizist. Hä? Anoe. Was? Sie. Der Polizist hat die Arme verschränkt. Anoe. Sieh dir nochmal das Foto an und präge dir alles darauf ganz genau ein. Ja gut, der Mann da hinten hat sie verschränkt. Aber der Polizist... Wie fies ist das denn? Man sieht das nicht. Man sieht nicht, dass er dir... Fick dich. Wie fies ist das denn? Hier kommt die erste Frage. Ja. Wer war die zweite Person von rechts auf dem Foto? Das müsste doch der hier gewesen sein. Jo. Oh Mann, der erste Durchlauf war so einfach. Hier kommt die zweite Frage. Wer war auf dem Foto am weitesten entfernt? War wohl der hier. Ja, toll, wiederholt sich nach einer Zeit. Also irgendwann schafft man es dann auch. So oder so, auch wenn man zu blöd ist, das Bild sich zu merken. Zur letzten und dritten Frage. Zur dritten und letzten Frage. Wer hat auf dem Foto gegessen? Scheiße. Also der war es nicht. War das der Typ hier? Ernsthaft, Hund. Oder war es die Frau? Scheiße. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich glaube, der Typ war es. Ich muss den Hund mal rauslassen, sonst hört ihr die ganze Zeit dieses Kratzen. Hinfort mit dir. Natürlich. Ich bin ja schlau. Du hast alles richtig beantwortet. Toll, ich hab verstanden. Sie. Nicht wirklich. Okay, gehen wir zur zweiten Trainingseinheit über. Okay. Jazz, nicht zu schnell. Wo bleibt denn mein Lob für die tolle Arbeit? Oui. Training ist Teil des Jobs. Das Bestehen des Tests ist eine notwendige Anforderung. Motivation soll auch ein wichtiger Teil des Jobs sein. Das stimmt. Das stimmt. Ach, eine Kiste. Weiter geht's. Ja, wir müssen dein Situationsgespür trainieren, damit du mit Kriminellen zurechtkommst. Yay! Ein bisschen kämpfen, hm? Das wird leicht werden. Mein Kollege wird dein Part der Verbrecher übernehmen, die du überwältigen musst. Doch bevor du das tust, möchte ich, dass du die Kiste zerbrichst. Noch eine Kiste? Ja, bitte. Nein, ich werde ihn nicht zerbrechen. Da ist wieder Schießpulver drin, du blöder Spacko. Na?
bin doch nicht blöd. Ach ja, ich nerv ja keine Kraft mehr zu uns. Ja. Ich wusste es doch. Weitere solcher Kisten werden überall verteilt sein. Stell dir vor, das seien Bürger. Vermeide bitte Kollateralschaden. Na ja, schön, aber warum müssen die Bürger denn explodieren? Die oberste Pflicht eines Polizisten ist es, Bürger zu beschützen. Es ist das Wichtige, immer daran zu denken. Nicht nur mit dem Geist, sondern mit dem Körper. Scheiße, übertreibt ein wenig. Seit der Rekruten tun mir echt ziemlich leid. Fangen wir mit dem Training für das Situationsgespür an. Erlege die Ganoven ohne die Zivilistenkisten zu beschädigen. Wenn du drei oder mehr Kisten zerstörst oder den Kampfbereich verlässt, scheiterst du. Das dürfte eigentlich nicht so schwer werden. Boom! Das war ein bisschen leicht. Vor allem die Kisten. Der ist so Unmengen an Platz noch. Geschafft! Die liegen jetzt alle flach. Aha. Betrachte das als Übungsrunde. Beim nächsten Kampf geht es um das Eingemachte. Okay. Gucken, mehr Kisten? Ja, ein paar mehr. Aber auch ein paar mehr Gegner. Ich bleib hier einfach hinten in der Ecke. Das ist schon angenehm. Aber wie die alle nur nach und nach kommen, das ist doch... Die bleiben ganz bewusst dort. Hinten bei den Kisten. Ich sehe da schon. Solche Arschlöcher. Solche Feiglinge. Komm her, Junge. Trau dich was. Ich weiß auch ganz genau, was du willst. Jetzt soll ich die Kiste kaputt machen. Oh! Noobs. Was sind das denn für Gegner? So, das waren alle. Bin ich jetzt endlich fertig? Natürlich nicht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Aber Moment, das ging es doch davor schon. Das hast du doch schon beim letzten Kampf gesagt. Ein Polizist muss bereit sein, bis ans Limit zu gehen. Und darüber hinaus. So lernen wir dazu. Ist es wie beim Kampftraining. In anderen Worten, schmerzhaft. Mal gucken, ob ich noch eine Kiste... Okay, sie stehen jetzt anders. Es gibt drei Stück. Aber es ist immer noch sehr großflächig Platz. Ja. Oh, oh. Jetzt kommen sie zu mir. Aber nichts leichter als das. Es wird aber mit Sicherheit noch eine Runde geben. Wow! Alter, was war denn das gerade für eine Reichweite? Hier sind wieder ein paar Feiglinge. Oh yeah! Du hast mit Bravour bestanden, Kerl. Ja, echt jetzt? Ja, endlich mal ein wenig Lob. Okay, gehen wir rüber, um mit der nächsten Lektion zu beginnen. Zerstöre davor die Kiste. Nein. Aber dafür trinke ich erstmal was. Oh, das könnte schwierig werden. Wir sind hier, um deine Menschenkenntnisse zu trainieren. Wir trainieren deine Achtsamkeit und dein Urteilsvermögen, um Verbrechen hervorzubeugen. Schön und gut, aber ich werde keine Kiste mehr zerbrechen. Wie fies ist das denn? Wie oft muss ich denn noch sagen? Keine Explosion mehr. Wenn du den Verdächtigen nicht entdeckst, würde die Kiste explodieren. Genauso... reagieren
Was? Hä? Als Polizist musst du Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen, sonst werden unschuldige Zivilisten verletzt. Das müssen Polizisten verstehen. Nicht nur mit ihrem Verstand, sondern auch mit ihrem Körper. Langsam glaube ich, dass Jess einfach nur Explosionen mag. Ja, das tut er. Fangen wir mit dem Training für Menschenkenntnisse an. Es kommen gleich Polizisten vorbei, die verdächtige Leute spielen. Stell dich auf die Kiste und fotografiere sie mit deiner Kamera, bevor es zu spät ist. Sie. Wenn du das Gesicht fotografieren kannst, hast du bestanden. Was? Wenn dir aber der Verdächtige zu nahe kommt, war es das. Really? Okay, das ging noch. Das ging noch. Ich habe das Foto. Das war ja ziemlich einfach. Naja, das liegt daran, dass es eine Übung war und nur einen Kriminellen gab. Oh, Mann. Diesmal kommen zwei Macher von beinahe ein Foto. Da. Ich sehe den anderen nicht. Da. Der war gut versteckt. Der ist auch langsamer gegangen. Aber ich fotografiere wieder weder ein Gesicht noch sonst was. Du hast bestanden. Nicht schlecht, was? Jetzt werden es vier sein. Oh, was? Vermehren die sich jetzt exponentiell? Lass keinen von ihnen entwischen. Mache von allen ein Foto. Oh Gott, das wird jetzt schwierig, glaube ich. Das wird, glaube ich, schwierig. Puh. Da. Da ist der Erste. Gucken, reicht das von hier aus schon? Nein. Das hat aber gereicht. Da ist der Nächste. Ich hab ihn fotografiert. Oh, das war so klar, dass irgend so eine Kacke von der Seite kommt. Ah, shit. Von der Seite sieht man ihn nicht, der ist echt fies. Aber wenn sie den Rhythmus beibehalten... Hä, wie habe ich denn den anderen erwischt? Wo war denn der? Hä? Der zweite Treffer war der, der als letztes dann noch irgendwie ankam. Hm. Du hast von allen Fotos gemacht. Heißt das, dass ich alle von deinen bestandenen Tests bestanden habe? Das Training scheint zu leicht zu sein. Es wird immer schwerer werden, um das volle Potenzial der Polizisten zu entfalten. Was? Oh, nichts. Dein Training ist noch nicht abgeschlossen. Oh. Ich hab die Nase voll. Kein weiteres Training, keine Explosion mehr. Bis eben war ich ja noch nett, aber es wird Zeit, dass ich dir meine Meinung sage. Du bist von all dem viel zu besessen und zu streng zu den Rekruten. Der Rekrut, der nicht aufgetaucht ist, hat alles richtig gemacht, wenn er am Leben hängt. Und was soll diese wackelnde Trainingskiste da vorne? Noch eine Explosion? Ich habe sie nicht mit Sprengstoff versehen. Wenn du es nicht warst, dann... Uff. Das Geräusch gerade mit... Ding! In der Kiste war jemand drin. Du bist der Rekrut, der nicht aufgetaucht ist. Alles in Ordnung, was passiert? Ah. Das Training ist vorbei. Cat bringt diesen Mann in ein Krankenhaus.
Sidukua Sunju Bise Shuidu. Biola Duraset Predusun Kino. Toll. Jetzt konnte ich das erste nicht lesen, weil er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Allerdings wissen wir immer noch nicht, wie er in die Kiste gelangt ist. Und bei all der Aufregung hat Jess vergessen, mich zum Essen einzuladen. Hat er doch nie gesagt, oder? Aber wahrscheinlich irgendwie so, naja, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, werde ich dich zum Essen einladen. Ich glaube deswegen. Schreibtischstuhl, yeah! Genau das, was ich schon immer haben wollte. So, jetzt können wir endlich die Hauptmission machen. Ich schaue aber nochmal nach.